Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück zu Sweet Transit. Du hast kein Aluhol? Nee, dir fehlt Aluhol. Dir fehlt Aluhol. Ah, der kommt da nicht dran. Hätte ich den woanders hinsetzen müssen? Hätte ich den woanders hinsetzen müssen? Aber so eine Kneipe hinter einer Schule ist doch auch anders, ne? Oder? Kann man doch auch mal machen. Also, guck mal. Setzen wir den da hin. Dann setze ich da ein neues Häuschen rein. Da setzen wir auch ein Häuschen rein. So. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, bitteschön. Du hast kein Sch Papier, ne? Keine Bücher hast du. Wo ist denn hier das Problem? Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Wo ist meine Papierfabrik? Sägewerk, 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 da. Hatten wir da schon neue Züge? Ja, hatten wir. Neue Züge hatten wir, sehr schön. Die hatten wir. So, jetzt hatte ich überlegt. Jetzt hatte ich überlegt. Jetzt hatte ich überlegt. Weil wir hier so ein kleines Steinproblem haben. Was ist denn, wenn wir hingehen, einen Bahnhof hier reinknallen? Hier, eventuell so. Wie weit geht der? Der geht bis da. Da ist die Kreuzung. Ach, müssen wir anders machen. Damit wir auch wissen, wo wir hin müssen. So, so. Einen Bahnhof hätte ich gerne. Einen Bahnhof. Wenn ich den hier reinbaue, quasi als Kopfbahnhof, so sage ich jetzt mal. Dann könnte ich den hier reinführen lassen, dass die einfach nur hin und her fahren. Quasi wie unten auf Bagdad 2 könnten wir das dann machen. Ich würde den Bahnhof hier dann entlasten. Wobei da fahren ja auch nur 13, ne? Holz und Stein. Mehr fährt da ja nicht. Und er hat genug freie Arbeiter im Endeffekt. Wir lassen ihn erstmal hier stehen. Wir lassen ihn erstmal da stehen, gucken, was damit passiert. Aber wir brauchen Papier. Wir brauchen Papier, wir brauchen Papier. Und vor allen Dingen brauchen wir Kohle. Wir brauchen Kohle. Aber die kommt ja hier, ne? Und hier könnten wir eigentlich auch. Du gehst bis dahin, dann könnte ich dich nämlich da dran setzen. Dann würdest du auch. Oh, wir können noch so viel bauen hier. Das hier könnten wir mal schöner machen. Das könnten wir mal schöner machen. Aber, wir brauchen Kartoffeln. Kartoffelplantage, was ist los hier? Was ist los? Kartoffeln nicht vorhanden. Kartoffeln sind nicht vorhanden. Wo ist mein da? Einfuhr und Verbrauch. Also ich bräuchte auf jeden Fall jede Menge Kartoffeln noch. So, jetzt ist die Frage. Du bist Weizen, dann bist du Kartoffeln. Du bist Hallo, bleib doch stehen. Du bist Kartoffeln, ne? Wie viele Züge habe ich da? Sechs. Habe ich genug? Habe ich da keine großen Züge drauf?
Doch, eigentlich schon. Aber wo ist denn hier das Problem, bitte? Die werden gefressen. Das ist das Problem. Die Kartoffeln werden gefressen, werden die. Den könnte ich darüber ziehen. Wenn ich die hier mit reinbaue, dann könnte ich die darüber ziehen. Dann wäre das hier auch alles entspannter. Ich hätte hier mehr Platz. Oh, das ist ein Chaos hier, ne? Das ist ein Chaos hier. Kleidung habe ich. Es fehlt an Hopfen. Hopfen. Hoffen wir mal aufs Hopfen, ne? Oder wie war das? Guck mal, da kommt Hopfen. 400 Einheiten. Wie viele Züge habt ihr? Ihr habt 6, ne? Aber ich müsste oben die Hopfenfarm müsste ich sowieso ausbauen. Ihr habt nämlich kein Personal mehr, ne? Ja. Hopfen liegt da noch genug rum. Dann könnte ich eigentlich hingehen. Dann machen wir einen Zug. 2 Tender. Für Hopfen brauche ich den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schicken wir da noch 2 raus. Dann schicken wir da noch 2 raus. Dann haben wir die nämlich auch schon. Was sagt unsere Ziegelei? Die Ziegelei sagt, die ist am Arbeiten, aber da fehlt Lehm. Du hast 7. Und du hast 4. Von wo kommst du denn? Du kommst von da. Da wäre auch genug Leben da im Endeffekt, ne? Da könnten wir auch noch 2 reinballern. Wird Leben gelagert? Nein, Leben wird nicht gelagert. Oder? Nein. Wird nicht gelagert. Okay. Ja, natürlich ärgerlich, ne? Wenn Lehm nicht gelagert wird. Dann könnte ich da aber auch noch 2 reinballern. 2 Züge schicken. 2 kleine Züge. Dann könnten wir die auch noch da reinknallen. Lehm, Lehm, Lehm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und raus mit dir. Ihr müsstet auch hinkommen, ne? Genau. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ah, guckt's euch an. Guckt es euch an. Alter Vater. Die könnten wir eigentlich auch da unten hinpacken, ne? In die Ecke rein. Da stören sie keinen. Da stört sie keinen. Kohle habe ich ja hier ohne Ende. Stein habe ich auch. Also ein schönes Schienenwerk geworden. Es ist ein schönes Schienenwerk geworden. Und hier könnten wir eigentlich auch so eine kleine Insel drauf bauen. Panama. Inselchen haben wir ja auch noch. Wo fährst du hin? Kohlebrennerei? Okay.
Ja, heute ist dadurch, dass es die ganze Nacht geschneit hat, wir haben absolutes Chaos hier. Wir haben absolutes Chaos hier. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn hier. Müsste die Kartoffeln auch jetzt auch wieder hochgehen, oder? Guck mal, ja. Das sieht doch gut aus. So, jetzt wollten wir, was wollten wir machen? Eine Käserei. Und da haben wir Milch, ne? Du brauchst Weizen. Jetzt ist die Frage, wo musst du hin? Musst du mit ins Industriegebiet? Oh, Ziegelsteine werden jetzt schön. Komm, 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 beeil dich. Ich brauche 5 Euro und 400 Stein. Eine Farm, die Milch produziert, die zur Herstellung von Milchprodukten verwendet werden kann. Sie benötigt Weizen, um die Rinder zu füttern. Aber da muss ich die bestimmt außerhalb setzen, ne? Logischerweise. Da muss ich die bestimmt außerhalb setzen. Wohin? Und die braucht auch Arbeiter, das heißt, ich muss sie von hier füttern. Ich muss die von hier füttern. Dann müsste ich den eigentlich rausnehmen. Ja, wo packen wir den hin? Wo packen wir den hin? Ich verstehe nicht, warum die hier bremsen. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Okay. Okay. Mir fehlt es an Papier. Das sind die, ne? Die brauche ich für Papier, logischerweise. Wenn ich jetzt noch Stein hätte. Wenn ich jetzt noch Stein hätte. Ja, jetzt haut das eine, geht, das andere kommt, der andere geht, der eine kommt, der kommt und er geht. Sehr schön. Muss ich die alle immer nebeneinander bauen? Muss ich die immer nebeneinander bauen? Das ist natürlich Kacke, ne? So. Dann machen wir das anders. Dann reißen wir das hier noch mal raus. So. Natürlich Kacke. Das sieht aber besser aus, ne? Das sieht besser aus. Bauen wir da noch ein paar Bäumchen rein. Ah, guck mal, ja. So. Sie.
Ja, natürlich nicht schön, ne? Wenn du für alles jedes Mal extra Gebäude brauchst. Ne. Da hab ich ja die Signale vergessen. Warum hab ich denn da die Signale vergessen? Wer macht denn sowas? Warum, Tapa? Warum hast du da die Signale vergessen? Warum? Das hab ich, das hab ich, das hab ich. Und die fahren leer, ne? Das heißt, ich müsste hier eigentlich auch noch mal ein paar. Das Problem ist das Stein hier. Das ist das Problem, weil die hier nicht hinterherkommen. Das heißt, ich müsste im Endeffekt noch mehr dahin ballern. Wie kriegen wir das hin? Was ist denn, wenn wir den einfach hier reinbauen? Wenn wir den hier reinbauen, so. Du kommst bis da. Dann bauen wir den. Dahin. Den schieben wir rüber. Das geht ja. Den trenne ich. Den baue ich nämlich dann da rein. Den reißen wir ab. So, das raus, das raus, das. So. So. Dann bauen wir da, das reißen wir auch noch raus. Dich. Bahnsteig. So. Das ist schon mal sehr schön. Dann bauen wir da ein paar Brückchen drüber. So, die Ecke, da nehmen wir auch noch raus. So, die nehmen wir auch noch raus. Muss ich überlegen. Jetzt muss ich überlegen. So. Den setzen wir da hin. Was hatte ich gesagt? Die wollte ich rüberschieben, damit die rauskommen, ne? Das heißt, den könnte ich doch nachher dann einfach, das müssen wir dann nachher machen. Wir müssen dann erstmal hier das alles verschieben. Lass mich mal eben gucken. Du bist Stein, ne? Du musst da rein und euch würde ich, genau, euch beide.
muss nämlich nur aufpassen, dass die auf dem richtigen Gleis bleiben. Ansonsten kommen die nämlich nicht mehr an ihren Bahnhof. Und dann haben wir das nächste Problem. Aber bis jetzt sieht das so aus. Du musst auch da lang. Okay, dann müssen wir dich da reinführen lassen. Ja. Der geht dann raus hier. Wäre es doch am sinnvollsten. Ich mache den erstmal so. Da. Da rein. Dich dann da rein. So. So, ne? Das sieht doch gut aus. Die Seite haben wir. Die Seite machen wir dann gleich. So. Dann muss die Straße muss auch weg, das Stück. Und mal wieder genau auf das Signal drauf, ne? Mal wieder voll auf das Signal drauf. So. Der war ein zu lang. Dann setzen wir den dahin. Das wollte ich eigentlich nicht komplett abreißen. So. Dann setze ich das Signal dahin, damit ich das da rausholen kann. Dann kommt hier eine Schneise rein. Und dann kann ich die nämlich hier trennen. Könnte ich eigentlich da, ne? Wenn ich die da rüber ziehe, dann könnte ich die rausnehmen. So, da müsste ich doch eigentlich da reinkommen. So, das geht nicht, der stört. Kann ich den auch noch mal ein Stück nach vorne ziehen? So und 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 so bei uns gleich Bauern. Ist das so, ne? Oder wie war das? Den schließen wir nachher da an. Du bist angeschlossen. So, und den Rest müssen wir gleich alles machen. Da müssen wir mal eben auch Pause mal wieder machen.
Wenn man hier der ganze Schlag Züge vorbei ist. Upsala. Ups. So. Alles frei, alles weg. So. Habe ich gesagt, du musst da angeschlossen werden, ne? So, du bist da angeschlossen. Du gehst nämlich jetzt auf Bagdad 7, ne? So, du gehst da rein. Du auch raus. So, jetzt kann ich den nämlich. Den ziehe ich auch noch bis da raus. Wobei brauche ich gar nicht, ne? Ich brauche ja nur das Stück hier unten trennen. So. Und dann muss ich hier ein Gleis machen, was rüber geht, logischerweise, ne? Damit, nee, da müsste das mit dem muss man anders machen. So, weil die ja da rüber knallen, der Holzzug. Weil der ja darüber knallt, dann müssen wir gucken, ob das funktioniert mit meiner Planung. Dann kann ich die nämlich jetzt da auch trennen. So. Das sieht gut aus. Aber das sieht gut aus. Jetzt hauen wir hier noch ein paar Häuserchen rein. So. Dann braucht ihr einen Marktplatz, ne? So, dann bauen wir da auch noch ein paar Häuserchen rein. Ihr braucht noch eine Kirche. Eine Kirche wollt ihr haben? Ja, wo habe ich die denn? Oh, was ist denn da passiert? Ah, Scheiße. Ah, ist alles beides Bagdad, ne? Ich müsste ein Gleis hier haben, was hier noch rüberführt, logischerweise, ne? Damit die auch da reinkommen. Ja. Stimmt. Habe ich ja komplett vergessen. So, das ist beides Bagdad. Einmal.
zweimal. So. Du musst da rein. Das geht, ne? Jetzt muss ich aber da den reinbauen. Dann müsste das doch jetzt eigentlich wieder funktionieren, oder? Die müssen nämlich jetzt alle darüber. Warum? Ja, Typ, du bist doch doof, bist du. Warum fährst du denn jetzt da lang? Drei. Du fährst auch da lang. Ach, du kommst nicht nach. Ah, hier. Du kannst da nicht runter, logischerweise. So. Kommt da jetzt noch einer? Ne, von denen nicht, ne? Von denen nicht, jetzt muss ich da. Neue reinbauen. Gleich drei Stück. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Kirche. Eine Kirche, eine Kirche, eine Kirche. Da, da ist sie doch. Da ist sie doch. Ah, komm. Ah, so, sehr schön. Was steht hier? Bäckerei mit Lagerhäuser, sehr schön. So, dann bauen. Kann ich das auch trennen da, ne? So. Dann müsste das nämlich jetzt auch einfacher laufen. Dann hauen wir da neue Züge rein. So. Ja. Aber das, meine Lieben, machen wir alles in der nächsten Folge sofort. Den ändern wir noch. Den ändern wir noch. Den ändern wir noch schnell. So. Dann kann ich dich nämlich nach. Sofort, machen wir Pause hier. Machen wir Pause hier. Dich schiebe ich da rein. So, dann kann ich dich nämlich da trennen. So. Die kann ich rausholen. Dich verlängere ich. So. Dann kann ich die nämlich da auch trennen. So. Jetzt muss ich nur gucken. Du bist Sägewerk, ne? Ich brauche das Holzwerk.
habe ich jetzt keinen Güterzug hier. Ach, Personenzug für das Holzwerk. Die sind alle hier unten, ne? Ja, deine Route brauche ich. Du fährst nämlich, genau, du musst da lang. Da rein, da kommst du runter und kannst einen Stahl lang fahren, ne? Ach, du musst da, okay, du musst auf die zwei Gleise rauf. Genau das, was ich befürchtet hatte. Jetzt fehlt mir nämlich hier ein Gleis, ne? So. Müsste doch jetzt kürzer sein, oder? Wir werden es sehen. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.